Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, als ich gerade das Quarzlaufband von hinten hierher weitergezogen habe. Das mache ich auch noch weiter. Allerdings habe ich auch kurzerhand hier mal ganz kurz was gemacht im Off. Ich habe natürlich abgewartet und es ist voll. Hab's auch schon ausgeschaltet, kann die dementsprechend dann hier rausnehmen. Und ja, Leute, damit haben wir dann natürlich die erforderlichen 500 auch drinne. Ne, also 1, 2, 3, 4, 500. Ne. Das heißt, jetzt fehlt nur noch diese Pfeiler, die hier schon liegen. Allerdings muss ich die auch erstmal produziert haben, ne? Ja, und hier dauert es halt noch eine Weile, bis das voll ist. Plus, dass das auch voll ist. Warum? Na, ganz einfach, weil hier noch die Eisenbarren fehlen. Temporär gesehen, ich brauche ja momentan eigentlich die Heavy Modular Frames nur für verschiedene Sachen wie Züge und Computer auch nur. Das heißt, die kann ich eigentlich temporär auch stilllegen. Allerdings sind sie sowieso fast voll. Also lasse ich sie einfach durchlaufen. Das Problem war wieder allerdings hier, ihr seht, die Schrauben. Sie sind mir schon wieder erstmal temporär ausgegangen. Was macht man da? Genau, man geht zu seinem Spot, wo man die Schrauben abgrast. Das ist aktuell hier und da seht ihr in der Zeit, wie ich da das gebaut habe und hier ein bisschen das laufen lassen habe, ist einiges an Schrauben zusammengekommen. Ich gehe auch nochmal gerne auf die andere Seite. Da hat auch noch eine ganze Menge zusammengekommen. Hier sind auch noch eine Menge drinne. Und hier stottert sich auch noch nicht auf. Gut. So, dann wollen wir mal hier gucken, dass wir hier was reinschmeißen. Hier gucken, dass wir was hier reinschmeißen. Sortieren mal eben. Und schmeißen dann hier einfach einen Großteil rein. Nehmen zwei 500er mit. Gehen dann kurz nochmal hier hinten zur Motorproduktion. Also zu dem Bereich, wo Motoren produziert werden. Und ja. Was ich auch übrigens gemacht habe, ist, dadurch, dass ich das ja hier ausgeschaltet habe, habe ich dafür gesorgt, dass das jetzt hier volllaufen wird und auch das hier wird volllaufen, also sprich die Motoren. Das heißt, der Rückstau wird sich noch mehr bilden, wodurch natürlich, weil auch das hier momentan stillgelegt ist, mehr oder minder, weil es wird ja nicht produziert, weil oben nicht abgenommen wird, auch sich mehr rückstauen wird. Das heißt, das läuft hier auch erstmal weiter zu und das hier wird dann auch nicht mehr gebraucht und dann wird immer mehr das sich rücklaufen, bis es dann hier hinten ankommt und natürlich dann nur noch Eisen sowie Eisenbarren aus Zementverbindungen auch noch oder in Verbindung mit Zement gemacht werden. Faszinierend. So. Oh cool. Alles stottert sich dann dementsprechend immer weiter rückläufig ab. Ne? Auch das hier wird dann sich auf Eis legen, sag ich mal so. Das heißt, ja. Keine Ahnung, warum ich es da gerade gestackt habe. Das wird alles sich rückläufig abstottern. Und dann haben wir auch irgendwann so viele Sachen, dass wir dann fertig sind. Also ich sag mal so, noch mindestens ja, drei lange Folgen, ein bisschen im Off tümpeln. Ne? Guck mal, wir sind jetzt schon bei 134 Stunden. Ne?
Also ich lasse auch viel im Off natürlich geschehen, weil wenn ich jetzt gerade nicht irgendwie was planen oder so, dann nicht planen kann, dann kann ich das ja auch einfach laufen lassen. Finde ich gut. Na gut, wir machen auf jeden Fall mit folgender Sache weiter. Ich habe mir überlegt, auch wenn ja natürlich das Laufband noch nicht ganz hierher reicht oder noch nicht ganz hier erreichen mag, muss ich ja trotzdem noch irgendwie markiermäßig schon mal bis hier vorne treiben, also bis hier. Und dementsprechend, und weil ich halt nicht doppelt und dreifach das ablaufen möchte, unbedingt. Werde ich das kurzerhand mal eben aufbauen. So. Das sieht ein bisschen gerade aus. So. Ja, dann würde ich sagen, das hier hin. Genau genommen. Hier hin. Geht das überhaupt? Ja, okay, das funktioniert. So. Wird wenigstens ein Schuh draus. Perfekt. Und jetzt kann ich ja schon mal berechnen, wie viel ich brauche. Sagen wir mal pauschal 400.
ganz pauschal 400. Stahlbeton läppert sich noch nicht wieder, weil ja zu wenig Stahl. Also hier könnt ihr sehen, ist leer. Das heißt, ich muss natürlich temporär mir hier wieder was wegholen. Natürlich ein bisschen mehr, um halt auch die Laufbänder direkt wieder abzugraden, die ich erstmal temporär aufgebaut habe. Und ja, das ist halt wirklich momentan so die einzige Lösung, die ich gerade habe. Auch das mache ich wieder nur, um halt die Produktion voranzutreiben, ne? Den wollte ich da nicht hinbauen. Ich wollte lediglich die Erhöhung weitermachen. So. Hier muss ich über ein Rohr hüpfen. Also was heißt hüpfen, aber auf jeden Fall über ein Rohr gehen.
Nein. Dass mir genau 24 Stück fehlen, ist auch eher so ein Zufall, ne? Na gut, was sagt die Zeit? Dass wir noch Zeit haben, das finde ich gut. Die Zeit, dass wir noch Zeit haben. So. Welcher jetzt wo reingeht, ist eigentlich relativ. Und sollte eigentlich auch... Ja, nicht großartig schlimm sein hier von der Optik her. Das passt ganz gut. So. Hoppla, da war eben. Ach so, ja, gut. Vielleicht sollte ich auch erstmal wieder mehr holen. Ich habe jetzt nur eben für die Verbindung geholt. Dann hole ich mir doch ein bisschen mehr. Ich freue mich schon, wenn ich das alles upgraden darf, weil ich sag mal so, ich habe ja eine grobe Zahl dann jetzt im Kopf. Das ist ja schon mal prima. Die nennt sich da 800. Das ist halt das Kritische.
Gehe ich mal von aus, dass hier das ist. Also hier unter was zu bauen ist natürlich wieder mal Träumchen. Habe ich doch nicht schräg gebaut, oder? Da habe ich gerade gemerkt, was ich falsch gemacht habe. Also hier geht das ja hin. Woher will er denn ständig hinspringen? Okay, wisst ihr was? So. Dodele, dann haben wir das auch schon mal. Und ich darf mir den ganzen Spaß jetzt nochmal mit dem letzten Laufband davon machen. Eieiei. Dann vorbei.
So, ganz einfach dahin. Gezimmert. Ah, ich hasse das. So. Grandios. So, hier geht dann das Schwefel durch und dann passt das auch. Ja, und alles weitere kommt dann noch. Ich brauche zum Beispiel noch zwei weitere Kohlequellen, tatsächlich, weil ich auch Schießpulver produzieren muss. Aber Leute, ich würde sagen, ich bedanke mich erstmal wieder recht herzlich fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben und dabei sein. Und ich würde sagen, im nächsten Part geht es dann weiter. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus, haut rein und ciao. Tschüss.